Hallo Leute, ich bin's, der Marius vom Kanal Lechsonde und ich begrüße dich ganz herzlich hier zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Wir starten heute wieder durch mit einer großen Folge, das heißt, es gibt viele Funde, deutlich mehr als bei Raw und Uncut. Um was es genau geht, wo wir genau hingehen, erfahrt ihr gleich. Ich habe jetzt noch ein paar Meter bis zum Acker und ich würde sagen, wir sabbeln gar nicht lang, sondern wir starten direkt durch. Ich mache mich auf den Weg und ihr guckt euch an, wo wir heute hingehen. Hallo liebe Schatzsucherfreunde, da es das letzte Mal auf dem Acker so gut gelaufen ist und so viele tolle Münzen gefunden wurden, zieht es uns heute nochmal hinaus auf diese schöne Fläche. Ihr dürft gespannt sein, was wir alles finden werden. Ich kann euch eines versprechen, es wird ein Ritt durch die Jahrhunderte oder sollte ich sagen Jahrtausende. Es wird alles andere als langweilig. Oh, jetzt auch ein richtig schönes mit 61, aber ach, ich wollte gerade mich beschweren, dass das hier in der Fahrspur vom LKW liegt, vom Bulldog liegt, aber wir haben es schon. Huhu. Das ist schon wieder so was Grünes. Finde ich lauter so grüne Fragmente. Das ist irgendwie merkwürdig. Ja, und schon habe ich den ersten Fund hier in der Hand. Es ist wieder mal ein, naja, unbekanntes Bruchstück, wo ich jetzt nichts damit anfangen kann. Deswegen hoffe ich mal, dass mir die Zuseherschaft ein bisschen aus der Patsche helfen kann. Ich könnte ja wieder mutmaßen, was es ist. Es ist römisch. Von der Farbe her ist es auf jeden Fall interessant. Jetzt guckt euch mal an, wie grün das ist. Also es ist schon der Hammer. Das ist bestimmt was Schönes. 80, da haben wir schon so viele schöne Signale gehabt. Münze. Wow, die schauen gut aus. 2 Pfennig, drittes Reich und die schauen richtig schick aus. Die müssen doch dann vor 39 sein, oder? Ich hoffe mal, dass ihr mich gut verstehen könnt, weil hier zieht es ein bisschen. Eine Münze aus dem Dritten Reich, der eine oder andere wird jetzt sagen, langweilig, die hatten wir ja schon letztes Mal zur Genüge. Aber nicht in diesem Zustand, meine Lieben. Wenn ihr hier mal einen Blick drauf werfen wollt, hier haben wir 2 Pfennig von 1938 in wirklich tadellosem Zustand. Wie ich finde, kommt hier auf der Kamera gar nicht so gut rüber. Aber wirklich eine ganz tolle Münze in dem Zustand. Die ist deshalb noch so gut in Schuss, weil hier noch hochwertiges Material verbaut wurde. Ab 1939, 40 wurde dann das gute Material verwendet für die Waffen- und Munitionsherstellung. Deswegen sehen die Münzen auch aus wie Hulle, wenn sie aus dem Boden kommen, aus der Zeit. Der nächste Fund ist deutlich älter. Haben wir in der letzten Folge allerdings schon mal einen gehabt. Deswegen bespreche ich den jetzt hier nicht, aber auch hochinteressant. 74, 75. Das war tatsächlich mal noch am Spaten geklebt, das ist witzig. Ach, jawohl. Super cool. Es ist ein Augsburger, glaube ich. Ja, natürlich. Die Form, die erkenne ich. Es ist ein Augsburger. Klasse. Okay, das Signal klingt eigentlich gar nicht gut. Aber ich will trotzdem wissen, was es ist. Zack. Ja, das ist was Schönes. Oh, das könnte eine alte... Ist irgendeine Schließe von irgendwas. Die ist auch schön verziert. Die kann ich euch mal zeigen. Ja, wie ich hier gerade schon gesagt habe, der Augsburger, eine wirklich spannende Münze, vor allen Dingen so klein, echt super. Ich bin da immer begeistert, wenn ich die Teile finde und vor allen Dingen auch, wie der Deus 2 die gut erkennt. Hier haben wir jetzt den Teil von einer Schließe, vermute ich. Allerdings bin ich mir natürlich nicht sicher, von was für einem Ding die abgefallen ist.
Es könnte vielleicht von einem Buch sein oder von einer Schatulle, die ich schließe. Sie ist auf jeden Fall schön grün, das heißt, sie ist wahrscheinlich aus Kupfer gefertigt. Ja, wenn du mir was über die Schließe sagen kannst, dann gerne in die Kommentare, du weißt Bescheid. Der nächste Fund sieht deutlich bescheidener aus als diese Schließe. Okay, schon wieder ein Doppelsignal. Hier und... Oh, das liegt oberflächlich. Dann fangen wir mal mit dem an, wenn das hier so schön oberflächlich rumliegt. So. Oh. Leute. Ach nee, es ist nichts Tolles. Ich kotz. Es ist nur so ein Kackknopf. Ich dachte, es wäre eine Silbermünze. Naja. Kann ja mal passieren. Hier haben wir jetzt ein Signal, was in die 90 reingeht. Das kann was Gutes sein. Oder was Schlechtes. Ich glaube, es ist was Gutes. Man muss ja immer optimistisch bleiben. Da haben wir es. Genau. Nee, was ist denn das jetzt hier? Was ist das? Ich denke, es ist eher Knopfrichtung. Zeige ich euch auf jeden Fall mal. '86. Hier an der weichen Stelle. Das ist gut. Ist schon draußen. Das freut mich. Nicht das immer mit einem Spatenstich schon rausholen. Na hier, sehe ich was. Okay, das ist nur ein Knopf. Aber naja, Knopf ist Knopf. Neben dem Knopfsignal ist noch ein Signal. Mal gucken, was da hier rauskommt. Okay. Jetzt haben wir's. Ah, hier. Aha. Das ist eine Münze. Oh, wieder so eine Zinkmünze, ey. Die sind immer fertig, Leute. Ich glaube, es müssten vielleicht 10 Reichspfennig sein. Muss ich zu Hause gucken. '78 haben wir hier. Und es ist draußen. Das ist doch sehr gut. Hier. Schau mal hier. Ich dachte erst, es wäre ein Römer, aber jetzt doch nicht sicher. Zeige ich euch mal, sieht aber komisch aus. Weiß ich nicht, was das sein soll. Hier haben wir jetzt auf den ersten Blick erstmal ein komisches Objekt, würde ich mal sagen. Aber auf dem Acker habe ich geglaubt, was zu erkennen. Und das ist genau hier auf dieser Seite zu sehen. Und zwar sieht man hier so Spitzen. Man kann das hier erkennen, hier oben an der linken Seite, hier unten, also da so, wo mein Finger jetzt ist. Glaube ich, so, naja, sowas wie eine Krone erkennen zu können. Erinnert so ein bisschen an die römische Strahlenkrone. Keine Ahnung. Auf der Rückseite allerdings ist da überhaupt nichts zu erkennen. Hier oben könnte vielleicht mal eine Öse gewesen sein, dass das ein Anhänger war. Ich weiß es leider nicht. Aber wenn du möchtest, schreibe deine Meinung gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Wie das ja immer so ist auf dem Acker, wenn man sich auf den Weg zum Auto macht, kommt meistens nochmal ein Knallerfund. Und so war es auch jetzt in diesem Fall. Aber sie selbst. '57, das, oh, oh, ultra harter Boden. Und jetzt ist es auch einmal ein Eisensignal. Okay, wir gucken natürlich nach. Kann ja da nicht sein. Da haben wir doch was. Das ist kein Eisen, sondern das sieht mir nach Silber aus.
die nächste Silbermünze. Richtig cool, Leute. Dieser Acker, der überrascht mich jetzt heute ein bisschen. Hätte ich nicht gedacht. Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, hat sich der Acker hier das Beste zum Schluss aufgehoben. Wir haben hier eine Silbermünze von Maximilian III. Und zwar haben wir hier einen Kreuzer, der leider Gottes auch schon hier einen Kratzer vom Pflug oder einen Knick abbekommen hat. Hier auf der Rückseite kann man aber noch schön das bayerische Wappen erkennen. Die Jahreszahl konnte ich leider nicht mehr entziffern. Ja, Maximilian III. Wird auch oft als der letzte echte Bayer bezeichnet. Warum das so ist, konnte ich jetzt leider nicht rausfinden. Er erwirkte auf jeden Fall direkt nach Machtantritt einen Sonderfrieden mit Maria Theresia, die wir ja auch schon das eine oder andere Mal hier zu Gast im Video hatten. Natürlich nur auf der Münzrückseite, nicht in echt natürlich. Bei solchen Funden interessiert mich, das habt ihr ja schon des Öfteren miterlebt, auch immer die Kaufkraft. Also was konnte man sich damals um 1765 für einen Kreuzer kaufen? Deswegen habe ich mir hier mal was aufgeschrieben. Und zwar konnte man mit einem Kreuzer, beziehungsweise ich erkläre euch erstmal, wie viel ein Kreuzer so im Verhältnis überhaupt war. Die höchste, man brauchte 60 Kreuzer für einen Gulden. Und man brauchte 20 Gulden für eine Mark. Genau, also war die Mark das Größte damals schon. Also die Mark gibt es oder gab es damals schon. Genau, und für diesen einen Kreuzer auf jeden Fall konnte man eine Stallmiete für ein Pferd bezahlen. Die wöchentliche Miete für eine gute Herberge, also was weiß ich, was damals eine gute Herberge ausgemacht hat, betrug 45 Kreuzer für eine Woche. Und für eine Mietkutsche musste man damals 270 Kreuzer hinlegen. Ja, also schon echt der Knaller. Ja, war also schon ganz schön teuer. So eine Mietkutsche mit 270 Kreuzer hatte ja zu Buche geschlagen. Aber weißt du, was überhaupt nicht teuer ist? Das ist ein Abo für diesen Kanal. Das kostet dich nichts und bringt mich unglaublich weiter nach vorne. Genauso dieser Daumen nach oben, der immer so angepriesen wird. Wäre super, wenn du mir da einen da lässt, wenn dir das Video gefallen hat, natürlich nur. Dann weiterhin kannst du da drüben noch ein Video anschauen, das würde mich auch freuen. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.